Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3, Folge 43. So. It's been quite an adventure. Let me tell you, working my way through your nasty little tricks and traps. Clever! Some of them anyway. I'll give you credit. Came here for a reason. Different reasons, it seems. Where are the supplies you stole? Awaiting pickup. But you've no right to it. It isn't yours. No. Not mine. Those supplies are meant for men and women who believe in something bigger than themselves. Who fight and die that one day they might be free from tyranny such as yours. Are these the same men and women who fight with muskets forged from British steel? Who bind their wounds with bandages sewn by British hands. How convenient for them. We do the work. They reap the rewards. You spin a story to excuse your crimes, as though you're the innocent one and they the thieves. It's all a matter of perspective. There is no single path through life that's right and fair and does no harm. Do you truly think the Crown has no cause? No right to feel betrayed? You should know better than this. Dedicated as you are to fighting Templars, who themselves see their work as just. Think on that the next time you insist your work alone befits the greater good. Your enemy would beg to differ. Zamanios Gina, Diahne de Gandhi, the dog asker. Well, passing was a boon for us both. Come on, I expect you want my help retrieving everything from the island. Sequenz 9, ein bitteres Ende. Mission beendet. Yay! Erinnerung vor synchronisiert. Sequenz 9 beendet. I have been reunited with my father, but I do not yet know if this bodes well or ill. Our goals are aligned, at least so far as independence is concerned. But he continues to defend Charles Lee, the man who murdered my mother and burned my village. Still, he makes a point about Washington and those who back him. I hear much talk of freedom and equality. But it seems one must be a landed white man to benefit. What if someone like me, or Suri? What role for us in this endeavor? There is so much I must consider and so little time in which to do it. Welcome back. And how is Martinique? Achilles, I owe you an apology. It was wrong of me to say the things I did.
Your words were harsh, Connor, but there was also truth there. I failed the order, allowed the Templars to take control. But now their hold is weakened, which makes me believe there's a chance for peace. Imagine what might be accomplished if we were to unite. Why the change of heart? Where is this coming from? You've met your father, haven't you? I do not claim to trust the man or even like him. But I would be remiss to ignore this opportunity. Atham may listen, but will he understand? And even if he does, will he agree? Even he must admit that we can achieve more together than we do alone. I assume you're off to find him. Yes. I ride for New York to see what might be done. Man munkelt. Ganz schnell reisen. Wieder zurück. Ein Kilometer fast. Anything. We'll take anything you can offer. Dr. Jones reminds us all to avoid excessive drinking. Hey, what is that for? Westbezirk Templar. Nordbezirk Templar. Ostbezirk umstritten. Westbezirk Templar. Nun schießen wir, ich kann doch gar nichts. Lalalala. St. Paul's Chapel. Die St. Paul's Chapel, Paulus' Kapelle, öffnete im Jahr 1766 als erweiterter Arm der Trinity Church, welche etwas weiter dem Broadway runterlegt, ihre Tore. Anders als die Trinity Church wurde die Kapelle durch die öffentliche Feuerwehr vor dem großen Brand gerettet. Das Gebäude steht bis heute unverändert und ist an der Mitte eine der ältesten Kirchen Manhattans. Während der Revolution war St. Paul bekannt für seine loyalistische Neigung. Als Episkopalkirche war sie Teil der angelischen Kirche, als der britischen Staatskirche. Du kannst dir ja denken, auf wessen Seite sie stand. In Gottesdiensten wurde sie speziell für den König und seine Familie gebetet, was bei den Revolutionären, die 1776 die Stadt besetzten, keinen großen Anklang fand.
Nach Kriegsende veränderte sich die politische Ausrichtung der Kirche. Der Rektor und einige königstreue Gemeindemitglieder verließen New York und St. Paul wurde passionsfreundlicher. George Washington besuchte hier den Gottesdienst am Tag seiner Amtseinführung und solange er in New York lebte, kam er immer wieder, was dem Ruf der Kirche unter der patriotischen Bevölkerung sehr zugute kam. So. You wanna fight? You gotta fight. Freunde wird von eigenem Mann erschossen. So. Hoffentlich die Mission wieder machen. Well, down it. Kann ich jetzt meine Mission machen? Also wie viele hier stehen da? Ja, genau. Lass mich aber drin. Tschüss.
Broadway. Der Broadway ist eine der ältesten Straßen von New York City, wenn nicht gar die älteste überhaupt. Denn ursprünglich sogar vor der Zeit von Neu-Amsterdam. Er begann als der Wig-Grass-Grab-Pfad, den die Einwohner benutzten, um die Insel von Manhattan, den späteren Manhattan, zu überqueren. Die Holländer machten eine Straße draußen und nannten sie Broadway. Broadway, wörtlich übersetzt Spider-Weg oder Broadway. Im heutigen New York beginnt die Straße am Bowling Green Park und setzt sich durch das ganze Manhattan durch den Finanzdistrikt am Times Square und der Columbia University vorbei. Zur Zeit eines Besuchs in der Stadt endet die Straße natürlich am Stadtrand. Der heutige berühmte Straßenabschnitt der Theaterdistrikt ist also noch Wildnis. Hier erwischt man eher eine Musketenkugel als eine Aufführung, was ich in manchen Fällen mit vorziehen würde. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.